kennst du das selber. Es dauert halt immer keine Zeit, bis mir das alles knöpft und dann und so, hopp, vergrößer dich. Audio mit 110, okay. So, genau. So, dann starte ich mal. Tun Sie das. Ach komm, wir machen mal öffentlich. Wir machen das Ganze mal öffentlich. Vielleicht sind wir auch fast Bekloppte dabei, die da mitfahren. Also das ist auch also nicht unbedingt eine schöne Strecke. Ist ja bei vielen Self-Support oder so. Und die andere, die ist, ja, die ist zwar vom strengen Verlauf schon schön, aber für mich fast ein bisschen zu eng. Und für dich wahrscheinlich auch in den Kurven, gerade in den Kurven, zu unübersichtlich. Weil da haben sie ziemlich hohe Mauern und ja, ist halt wieder dein Scheitelpunkt oder wie du das immer nennst, nicht so. Nehmen wir mal einen Röntgen. Da mein BMW. Ist eine gute Wahl. Nee, das ist mein eigener. Oh je. Keine gute Wahl. Ja, ist mein eigener. Ich kann was tunen einstellen. Ja, das ist mir auch bewusst jetzt schon. Ja. Aber ich kann ja noch aus. Sehr geil, ja. So, was war das, Straße oder Dirt? Nee, Dirt. Voll Dirt, ja. Also 5 Meter Straße ist dabei. Dirt. So, Dirt. Ja, das ist also mehr Sanddüne. Also total die falschen Autos, meiner Meinung nach. Aber ich habe ja nichts zu sagen. Voll. Das ist viel Scheiß. Dann nehme ich Alter, so viele dabei. Ihr seid
das bei der Scheißstrecke. Hey, das wird lustig. Vielleicht gerade deswegen. Und dass jemand anders für sie gewinnt. Weil teilweise ist die Strecke schon ziemlich eng und verwinkelt und ja. Steht halt das ist ein Propeller im Weg oder so, aber ansonsten ja, so abgestürzte Flugzeuge und so. Scheiße, ich bin nah, ich bin auch, das wird auch so da, fuck. Ups, Entschuldigung. Sorry. Macht nichts. Ich hab mich vorhin schon gerecht an Blub. Ah ja, dann ist gut. Radikal kräftig ein. Wenn's doch geht. Muss auch nichts gegen zu sagen, ja. Es ist mir freund, wie ich das erste Mal die Runde vorne, ist mir das aufgefallen. Hey, wo kommst du her? Ja, mir ist da auch was aufgefallen. Ja, ja. Oh, ja. Ah, das ist gut. Ach, ja, das ist müde zu spät gesehen, müde zu spät gesehen. Sich andere Autos zu führen, aber das ist wahrscheinlich gar nicht mal so uncool. Souverän, souverän! Ja, ich bin ja an einem Seil hängen geblieben, hier ist so ein kleines Seil. Aber ja, souverän. Alle die Abkürzung kennt der Anfänger. Ja. Nicht zu glauben, nicht zu glauben. Das habe ich mir fest vorgenommen. Diese Abkürzung benutze ich auf jeden Fall. Noch ein Honig nicht da drauf. Das war das erste Rennen. Dann machen wir doch gleich das zweite. Retro Supersportwagen auf Klasse A. Das ist jetzt die zweite selbstgebaute Strecke. Und ja. Zählt die Einstellungen? Bitte was mit Einstellungen? Ich war noch, ich muss nur kurz die Einstellung, die Namen und den Autos und dann noch sagen. Okay. Okay. Okay, von mir aus können wir. Gut. Ja. Wieso ist das gesperrt? Und nur allein springen wahrscheinlich. Das ist ja
aber wird aber alles angezeigt. Na gut, dann machen wir erstmal was anderes. Oder ich geb mal jemand die Führung von euch. Das könnten wir auch mal kurz probieren. So. Was aus dem fahren wolltest, MN Koshiro wahrscheinlich. Name Mulligan Street Circus Open. Yep. Das ist die. Der Ort steht doch das allein gegen Driver Tower an. Alleine steht er? Okay. Nee, Gott, steht mit ist ausgelaufen, alles ausgedauert. Hm. Geht nicht. Na gut, geht dann nicht. Geh zum nächsten. Schade. Okay. Prüfung. Jo. Denn jeder ach, wärst du denn jetzt wieder Boonshaker auf 800? Dann würde ich nämlich gerade mal alle Boonshaker fahren. Wie? Nee. Hab ich nicht. Das muss ich jetzt echt mal gucken, ob ich schon was hab. Nimm mal einfach einen Boonshaker. Fahr mal mit. Mach dir doch einen Spaß. Nee, das mache ich nur, wenn ich alleine fahre. Ich fahr wieder mal einen Mercedes, der geht ganz gut. 210. Das ist gar nicht gut, dass es Strecke ist. Sind alles Sprint. Sprinter. Ja. Ich hoffe, wir sind lange nicht mehr gefahren, fällt mir gerade ein, wo ich hier stehe. Hm. Das ist wohl wahr. Riesenauswahl hier, echt, ja, eine Riesenauswahl. Ja. Boah, ich bin die Tage ja noch öfters mal die Prüfung von letzter Woche gefahren mit dem klassische selten oder wie die Hessen halt. Selten Klassiker. Und also mein bestes Auto wirklich am Schluss war der Lamborghini Mira. Mira. Miura. Ja, oder? So. Ja, ja, das flache alte Ding. Also, der ist wirklich geil gegangen. Und das zweite beste war der Ferrari, der GT, das heißt, der ist legal. Das waren meine zwei schnellsten. Und bei der Sprintstrecke habe ich sogar mit dem Miura meine eigene Bestzeit im Rivalenrennen geschlagen. Mhm. Echt? Ja, krass. Mhm. Müsste man mal ausprobieren. Meinen haben wir damals, glaube ich, damals gemacht für die Stadion-Rundstrecke. Ja, ja. Nee. Mit aber das Stadion ist eine von denen. So genau. Genau. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob der schnell ist. Ich meine aber, ja. Hey! Der Schubser war von mir, Stefan. Okay.
Ich habe jetzt überhaupt nicht mit Dutt gerechnet, ohne Scheiß. Ja, hat nicht irgendwas von Sprint Dutt gesagt? Nee, Dutt. Dutt und Sprint, ja. Aber Dutt. Hat jetzt will man Dragster Reifen nicht allzu viel Spaß haben. Ja. Schalt. Ja, die Reifen sind ja echt Mist. Alles klar. Das Sprichwort nochmal, wir sind vor 2005 gewinnen, fahr kein Porsche. ja. ja, das war schon, ja sehr mutig. Ich hab ja euch dabei. Außer genau. Mit dir. Immerhin noch Dritter, also so gesehen kannst du nichts sagen. Aber das war kein Fahren, das war eher Klick auf der Straße. Oder im Feld, besser gesagt. Und außerdem bist du der Kapitän, du hast die Strecke ausgewählt, ne? Wieso liest du nicht? Ob das dirty ich drück nur A, ich hab doch, die, ja, ich hab doch ja, dich dabei, ja, ich drück nur A. Hast du schon dort, hast du schon alles fertig gemacht, ey. Da verlässt man sich einmal auf einen erfahrenen alten ich Mann hier. Ich dann dirt. Bist ich mit dem Arsch. Gesagt, ja, und du weißt doch, dass ich dir nicht zuhöre. Danke. Herrlich. Ui, sorry. Bin ich erwischt. War schon weg. Okay. Aber das will jetzt. Jetzt hast du mich erwischt. ja, Übung macht den Meister, ne? Ja. Alle. Irgendwann muss es da klappen. Ja.
Sorry. Also noch weiter rechts fahren kann ich nicht, ehrlich. Ich war schon auf der Straße. Ja, das war, das war so ein scheiß Hubbel, auf einmal war ich auf deinem Motor, auf deinem Kofferraum. Ich sah nicht, was mit mir war. Uiuiui. Habt ihr dann schon auf die Bremse gedrückt? In der Luft, ja, in der Luft. Ja, das hat weniger gebracht, das habe ich dann auch gemerkt. Null Grip, ja. Ich muss ja wirklich nur. Ich öffne jetzt halt nicht in die Kurve, versuche da reinzurutschen, ja. Aber klappt halt nicht mehr. Wo ich überlenken muss, dann geht's auch geradeaus, ey. Scusi! Bleibt aber dran, die schaut es an. Ja, ja. Na komm, hast du verdient. Ach, du spinnst, ey! Ich glaub's ja nicht. Die Sacknase, ja. Die Sacknase. Mal die Rentner ein bisschen unterstützen, wenn sie schon mit Dragster-Reifen im Dirt fahren. Dann bist du aber gut. Ist echt gut. Ja. So, der vorhin mit seinem Subaru. Der war hier nicht dran, aber kam halt nie vorbei. Deshalb ist er wahrscheinlich auch raus. So. Ja, ich hab den Punkt. Jetzt hätten wir noch einmal klassische Rallye-Autos, aber für Straße. Und. Also. Ja. Also ist es dort, oder? Nein, das ist für Straße. Für also dort. Straße. Für Straße. Okay, und, also dort. Und einmal Retro-Limousine auf Klasse B 700. Das ist Straße, also mit Gegenverkehr. Alles Straße. Ja. Aber da würde ich mir ganz gerne mal ganz kurz gucken. Obwohl, ne, Klasse C. Habe ich da überhaupt Retro gelegt? Klasse C. Retro Rallye. Das ist schön. Ja. Ja, zwei Autos hätte ich. Das ist okay. Also steht hier am Startpunkt von Klasse C, Klasse Rallye Autos. Ich auch. Machen. Und ich sitze auch einen drin. Dann mach. Öffentlich. Ach, das ist schon klassische, ne? Nicht Retro, ich Idiot. Nee, klassisch. Dann sieht es schlechter aus. Das hat noch den Spaß. Aber okay. So. Yeah.
Wie lange haben wir noch Zeit? 1:10. Ah. Ah. Hä? Ah. Den fahre ich jetzt mit einer Schelf. Schön Pi mit Weiß von rein. Die haben noch mehr Leute gehabt. Ja. Scheint so. Bis auf den komischen Weißbandreifen da. Nee, nee, die sind mal ein wenig zu wenig. Halt, rutschen ein bisschen, aber es geht schon. Es geht schon, wo ein Wille. Ja, alles gut, alles gut. Der Mini, ja. Start für Batterie, ja, ja. Ich kann dich doch nicht auch noch mit anschieben, da. Schwerer Schwedisch da. Arschloch! Mann! Wow. In der letzten Sekunde zieht es der Driver da rüber und bremst noch. Schön Schwung weggenommen. Jetzt geht die Weizmann rein in den Reaktor.
krass, wenn deine wegrutscht, rutscht mir meiner auch weg. Das sind Zwillinge sein, die wollen eh. Wieso wechselst du den Gang nicht? Alter! Mann, drei Leute drückt dich! Arschloch, das verdammt wahr seid ihr. Ja, schade. Halbe Runde habe ich auf Bord jetzt gehabt. Alter, nee. Geiles Rennen. Schönes Rennen. Hab mir nur gedacht, trau dich. Also ich habe immer damit gerechnet, bei der einen scheiß Haarnadelkurve, die hast du perfekt drauf im Normalfall mit einem Schwung, ne? Also da habe ich immer gedacht, da erwischst du mich. Also das sind immer so ein, zwei Sekunden, was du auf jeden Fall da aufholen kannst bei mir, normalerweise. Ja. Ja, die zwei Monate Pause, die merkst du schon immer so. Ja. Na und jetzt da. Was machst du? Das letzte Mal beim Rausbeschleunigen, da, wo er nicht runtergeschalten hat oder hochgeschalten hat. Boah, das hat mich eben aufgeregt. Ohne Scheiß stehst du da. Dritt Gang bei 2.500 Hunden gibst du Gas, nichts kommt. Wieder gedrückt, nicht gesagt, geht's dann nicht. Also noch einmal wird der Kontrolle durch die Fenster geflogen. Also da kann ich mir nichts garantieren. Wenn das nochmal passiert, dann sagt, boah, nicht ausrasten. Aber ich bin die Ruhe selbst. Ganz hin, nur weil ich jetzt eh mal gewonnen habe. Aber okay. Strecke können wir auch geschlossene Augen fahren mittlerweile. Aber auch nicht so die feine Englische. Hat mit mir gar nichts zu tun. Nee, echt, das ist ja der Natur. Nee, hat mit mir nichts zu tun. Also, mit dem weiter hinten so ausgehen. Dem schießt aber recht. Okay. Der wollte mich jetzt mal am Tor vorbeidrücken in der letzten Runde. Oh, okay. Scheiße. Ah, oh, nein. Wee, oh. Alles gut. Wir haben uns doch gepackt. Oh. Ja, jetzt ich muss eben da rechts kommen. Ich muss rechts kommen, ein bisschen weit von der Ideallinie runter, um an den vorbei zu kommen, ohne den zu rammen. Ja, eben. Ich hatte so schön meine Linie, aber... Dadurch hätte ich, also wenn ich meine Linie beibehalten hätte, dann hätte ich dich da gedrückt. Ja.
Nein, 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 nicht wann. Ja, das kostet dann direkt 15-20 km/h, das ist richtig übel hier. Das war's schon. Ja. Zu lange noch was. Ja. Sehr schön. Würde ich sagen, reisen wir mal. Was haben wir jetzt noch? Achso, wir haben ja das, stimmt, wir haben ja da oben noch Retro-Limousine. Erstmal gucken, was wir da haben. Retro-Limousine. 700, glaube ich. Ja. Jawohl. Sehr gut. Gleich mal ein Foto machen von der Kiste. Haben wir nicht gemacht. Hey. Kann das sein, dass du noch auf der irgendeinen Ruderpunkt festgelegt hast? Auf deiner Karte? Das ist jetzt auch gerade. Aber der dürfte doch dann gar nicht grün sein, oder? Der muss doch dann blau sein. Nee, weil du Krummführer bist, deswegen meinte ich. Ah, Tatsache, ja. Ah. Recht, du hast recht. Ja. Gut. Mein Fehler. Alles gut, alles gut. Dafür sind wir da. 30 Sekunden noch. Jo. So, meine Retro-Limousine hier. Hä? Moment. Was denn? Mir kann gibt's was ins Familienwagen. Okay.
geht man zum Angelausflug, bringt die Kinder zur Schule, geht jagen, schnallt das tote Vieh aufs Dach. Ja. Ganz normal dort. Klar, sehr gut. Dann heizt man mit 200 Sachen durch den Ort und eine rote Ampel. Viertelmeile rennen mit einem toten Stier auf dem Dach. Ich weiß nicht, ob mein BMW die beste Wahl ist jetzt. Also, solange es gerade ausgeht, ist der gut. Okay. Ach, ich nehme. Muss dir alles als Retro verkaufen, ey. Ich habe meine Lotus-Karten, aber nur weil das selten ist. Das ist eigentlich voll die Mistrüge. Das ist wirklich. Ja, irgendwie hast du also mit dem hier in der in dem Spiel überhaupt gar keinen Glück oder. Noch nie was gewonnen mit dem Ding. Ja. Hab alles versucht auf Heckantrieb lassen mit aller verschiedenen Reifen. Wobei der mit dem Vierer doch ganz gut war. Ja. Im Vierer haben wir richtig Spaß gehabt mit dem Ding, ja. Gerade im Dirt-Bereich war da doch richtig gut. Ja, aber hier kann ich jetzt gar nichts. So, vorne geht die Welt zugrunde. Jawohl. Bentley-Turbo hier auf. Eine sehr gute Wahl. Sorry. Sorry. Oh, geh halt um die Kurve. Ist da auch noch so eine scheiß Nebelsuppe. Boah, Auto. Mann. So, ich gebe euch immer kurz nach hinten geguckt, wo du bist. Ey, ich wollte gerade links rüberziehen. Ja, hat eh nichts getroffen. Oh fuck, shit. Schade, Crash hat nicht sein müssen vor allem. So was nicht schubt vom Opel. Ja, 4-9er Händling ist halt auch ein zu wenig. Das bringt alles nichts. Der rutscht wegen euch viel noch. Schade.
Aber okay. Vier Autos im Scheitelpunkt der Kurve. Fünf. Es geht alles weiter. Wie geil, ja. Wie geil. Ich bin ja direkt hinten dran und so. Da vorne. Das passiert so schnell da mal. Ja, so auch wieder, ey, Sarah Marmor! Ekelhaft ist das, ey. Kollege, ich kann das auch so wie du das. Mach das schon. Oh, jetzt verpasse ich einen Checkpoint. Es kann doch. Sonst rutscht er in jeder Kurve. In der Kurve rutscht er nicht. Das muss ein bisschen sein. Keine Auswirkung. Gut. Yes, Victory! A Rockapella! Yeah, it's gonna be yes! Oh, ich hab jetzt fast übersehen. Ey, ja, bin ich doch ein bisschen schneller gewesen. Ah. Hätte ich fast übersehen, dann hätte ich zugemacht. Ja, ja. Wir sehen der Blau, gemerkt. Da war doch was, oder ein bisschen nach rechts. Ich hab's gemerkt, ja. Ja, sauber. Von wegen. Der kann nichts. Ja. Ja, meiner hatte eindeutig zu wenig Grip. Ich
musste viel zu viel runterbremsen. So, aber jetzt. Machen wir zuerst Rallye-Land oder zuerst Hot Wheels? Das ist mir nicht egal. Gib dir mal die Führung, dann kannst du schon mal das planen und nicht immer Baby machen. Dann machen wir Rallye zuerst. So, ich geb mal ein bisschen kurz hier ab. Spiele. So, du gleich wieder da. Jawohl. Können nicht alle auf den Inhalt zugreifen. Wieso das? Mich verarschen oder was? Nicht alle Mitglieder der Kolonne können auf diesen Inhalt zugreifen. Wieso nicht? Keine Ahnung. Vielleicht weil ich noch in Mexiko bin? Keine Ahnung. Diese scheiß Wand bin ich. Also. Wo wollen wir hin? Rallye. Willkommen zurück, Stefan. Jawohl. Sehr schön. So, schauen wir mal, was man da zu machen hat. Honda auf 700 für Straße. Okay. Da müssen wir driften. 132.000. Ja, das könnte man schaffen. Bis der Kollege vom Toilette bitte da ist. Wobei es wäre vielleicht auch besser, wenn wir mal einen Honda auf 700 baut. Ne? Ich glaube, da habe ich nicht ganz so viele. Ja, der ist dort. So, da bin ich. Jawohl. So, wo muss ich jetzt hinreisen? Rallye-Land. Honda 700 brauchen wir. Für Straße. Wie reist man nochmal nach Rallye-Land? Da gehst du auf Rallye-Abenteuer, also gehst du Pausenmenü, Rallye-Abenteuer und dann müsste da irgendwo... Das kostet gerade bei mir und dann werde ich zum Shop weitergeleitet. Oh, vielleicht habe ich vergessen, das zu installieren. Das kann natürlich sein. Das kann sein, ja. Das ist alles angeteilt. My bad. Weil mir wurde nämlich auch angezeigt, dass nicht alle Spieler daran teilnehmen können. Das ist ein Pistprodukt hier, aber. Toll, das will ich wieder rausnehmen, wenn ich hier auf der. Okay, dafür, ich müsste alleine weitermachen, weil ich muss dort die Dinger suchen und installieren. Wie schaut das mit Hot Wheels aus? Tippen mal genau, das habe ich gucken. Geh halt mal nur erstmal auf dein Spiel, dann gehst du auf Start, Spiel und Add-ons verwalten. Genau, und dann auf Spiele und Add.
ans Verwalten, genau. Und da müsste normalerweise das dabei sein. Tatsachen sind nicht installiert und ich habe schon gewundert, warum Forza so klein ist diesmal. Jupp. Muss ich noch installieren. Na gut. Okay, dann der muss ich jetzt mal. Ja, okay, muss ich installieren. Ja. Gut, mein Hund wird sich auch darüber freuen, und schon seit 10 Minuten neben mir rumeiert und meint, wir müssen noch in den Garten gehen. Okay, ja, dann na gut. Geh du mal. Ja, dann sagen wir dem morgen wahrscheinlich, weil wenn ich vormache, dann kommt dann heim, da koche ich noch eine Kleinigkeit und. Jawohl. Okay, hat auf jeden Fall Ordnung gemacht. Auf jeden Fall. Ne? Dann viel Spaß noch und morgen. Bis demnächst. Ciao. Jo, ja, weil irgendwie waren sie plötzlich beide weg. Oh, aber ich bin von der Mikro weggestanden, weil das mit dem zu tun gehabt. Hm. Das kann natürlich sein. Also Thorsten, ich hab vom ist raus, ja. Ja, genau, hast mitbekommen. Also, ja, ich habe noch gehört, hat Spaß und dann war er weg. Ah ja. So, wie viel Zeit haben wir noch? Eine Minute. Eine Minute. Und ich nehme mal an, das Ding ist Straße oder auf 700. Ja, das ist Straße. Den Mugen? Ja. Könnte ich auch nehmen, hab ich auch. Mhm. Aber beide Mugen nehmen. Ja, von mir aus. Der ist zwar nicht blau, nicht gut steht der Frau bei mir drauf, aber der wäre Mugen. Ich habe festgestellt, so ein Bulldog-Reifen kann man gar nicht ewig weit schieben. Irgendwas ist der Reifen weg. Aha. Wieder was Neues gelernt. Lernt. Bleib bei Mann.
Ah, heißt gar nicht Mond, Herr Stimitsch. Ich dachte gerade, du hast jetzt doch noch gewechselt. Nee, nee. Der ist plötzlich gestanden. Doch. Ja, keine Ahnung. Oh, so baue ich jetzt. Ja. Wärst du auch ein Frontantrieb? Nee, ich bin Allrad. Also. Ich glaube, ich fahre Front. Für den Fall laut gut, die Kiste. Ah! Hab ich dich nicht berührt noch? Nö, das ignoriere ich. Alter! Denk mir einfach, du hast ein Liebes-Tätschel gemacht. Mhm. Nicht, du hast mich gerammt.
zu oft an die Wand geküsst. Ja. Aber ich auch. Los. Ja. Kann man schon mal probieren. Was war das andere noch? Das war irgendwas mit Dirt-Hashtag. Driften. Noch. Driften. Ja. Meiner Stein. Ja, das mache ich auch noch. Ja, ach, das sind wir schon da. Das ist der. Driftauto. Schon beim Driften? Ja. Driftet. Ich drifte dir nämlich hinterher. Oh, okay. Oh. 135. Also, ich hab bloß 126. Reicht? Nee. Bei mir ist hoch. 132 brauchen wir. Ach Mann. Stimmt. Mann, ey! Also 35.000 reicht. So, gut ist. So. Dann ab nach Hot Wheels oder fährst du dann nach mit? Ja, ich fahre mit. Hot Wheels mache ich noch mit. Machst du dann? Nach mal wieder eine 7 Uhr Pause. Jawohl. Zum Essen. Ja.
zurück, Stefan. Also Taube will auch mitfahren am Samstag. Mhm. Eine Begeisterung kommt raus. Na, übelst, aber egal. Solange mich am Samstag erst nervt, ist mir das wurscht. So, was müssen wir denn? Wo sind wir denn? Da haben wir einmal einen Sprung. Sehr schön. Und, da oben ist es, da oben. Porsche auf 900. Ja, da haben wir doch was. Da haben wir auf jeden Fall was. Sprung, was ist der Sprung? Was war das mit dem Sprung jetzt? Der ist ziemlich weit unten, alles erlaubt. Ja, 450 Meter. Alter, ich hab bloß 341 geschafft. Ich habe 485 stehen. Alter Schwede. Mit was bin ich denn da gefahren? Dass ich da nur so ein Pobel. Was bin ich denn da überhaupt? Ach du lieber Gott. 2Z. Na, Alter, das. Ach. Nee, wir machen erst das Rennen. So. Bist du soweit, Porsche? Nein, 900. Noch nicht. Nicht. Du springst das, ne? Du springst das. Bin schon im Auswahlfeld. Ein Sprung mal. Ja, dann mach. Ist okay. Ach, hab ich nicht schon mal meinen Porsche. 409. Also, ja, also. Kannst du loslegen. Ja, jetzt setze ich mich erst mal in Porsche. Kannst mich am Buckel legen. Am Buckel. Du einer bist am Buckel. Ja. Oh, dann nehme ich mal einen selbstgetunten NSX. Das kann ich was überhaupt nehmen dürfen. Porsche. Ah, dann nehme ich keinen selbstgetunten NSX. So. Also, ich starte jetzt mal. Ja, genau. Was ich mir gerade überlegt? Nein. Ich könnte doch für das Rennen jetzt mal einen Porsche nehmen, oder? Wäre vielleicht vom Vorteil. Das wäre doch auch mal eine Möglichkeit, weil sonst haben wir ja Porsche eigentlich nie. Ja, komm, ja, ich nehme mal einen Porsche, scheiß drauf. Nimmst du auch einen Porsche? Ich nehme Porsche. Ah, nimmst du auch einen Porsche? Ich nehme Porsche. Wollte ich unbedingt meinen Acura mal ausprobieren, den ich selber getunt habe. Ja, komischerweise auch viele Tunings runtergeladen wurden. Ja, okay. Freigegeben. Das ist mein bestes Auto, ich weiß aber nicht warum. Hä? Ob der wirklich gut ist, keine Ahnung. Ich habe ja über 30 Likes dafür gekriegt, das ist normal nicht üblich. Okay. Wie lange noch? Es fängt gleich an. Gut. Also Countdown zählt schon. Also jetzt werden zwar erst die anderen Spieler gesucht, aber ja.
Jetzt geht's los. Oh. 900. Ach komm. Nehmen wir mal was ganz Wahnsinniges. Nehmen wir mal das rosa Schweinchen. Oh, der, ob der gut ist. Überhaupt nicht, weil der noch auf Dirt ist. Querfeld ein. Aber ey. Doch egal. Es kann durchaus passieren, dass ich eh nicht ganz mitfahren kann, weil die Akkus haben sich nämlich schon gemeldet. Und ich habe vergessen, neue Akkus bereitzustellen und habe halt nichts Brauchbares da. Aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Sorry. Macht nichts. Wissen wir jetzt, für was man das Schweinchen nutzen kann? Ja. Ein doch besser zu sein, oder? Für Wallriding auf jeden Fall. Na ja. Reicht. Na also. Ich bin ja auch jetzt am Schluss nur noch auf Wallriding gegangen, weil der Porsche ja auch nur noch drauf gegangen ist. Ja. Wobei Hot Wheels ist ja eigentlich nichts anderes beim Rennen. Was ist denn das jetzt?
auch nicht die Rede. Sollte, wenn deiner auf Bärfeld ein ist, kann es ja eigentlich schon nicht von Nachteil sein für dich. Nee, nee, also für mich ist das ideal. Ja. Aber, ja, okay, ich hab ja. Ja, klar, absolut. Ich war der Meinung, das wäre jetzt wirklich zweimal Straße, also normal Straße. Weil die erste halt Vollstraße war. War ja nicht mit Dörderregen, das wäre halt eingemäß. Alter, man sieht nichts außer Nebel. Hammer. Übelst, oder? Das Stück mit dem Nebel. Ja. Ein bisschen noch. Ich muss Autos kaufen und verschenken. Bin schon wieder voll. Okay. So, und den nächsten. Also ich habe für den Monat alles. Alle Autos. Bräuchte also theoretisch nichts mehr machen. Aber wenn man alle voll hat. Dann macht man auch die letzten. So, wo hab ich mein Primac? Da ist er da. So. Schauen wir mal. Wo habe ich meinen Lotus? Was haben wir da jetzt? Naja, ist noch verbesserungswürdig auf jeden Fall. Erster Versuch mit wenig Anlauf. 429. Bedeutet, mit dem Auto geht's.
So, 451. Komma. 450. Bin durch. Easy peasy mit Alec. Alles, was jetzt an Autos gewonnen habe, ist alles verschenkt. Na da. Jupp, alles wieder weg. Wie gewonnen sonst herum? Na, also. So. Wollte ich mal sagen. Alles klar. Und wünscht dir noch einen schönen Tag. Jawohl. Es hat gerade geklopft. Ich muss abwarten. Also, ich wünsche dir was. Ciao. Ja, bis dann. Tschüss.